Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Wer dem Unrecht in den Arm fällt, den will man nirgendwo haben. Die Unwissenden fangen an, ihre Lage zu erkennen. Es gibt keinen schöneren Genuss als den Körper eines jungen Weibes. Liebe ist wundervoll und für alle Geschlechter gleich herrlich. Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht etwas zu erhalten. Denn wo der Glaube 1000 Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Man hat seine eigene Wäsche, man wäscht sie mitunter, man hat seine eigenen Wörter, man wäscht sie nie. Es ist nicht das Ziel der Wissenschaft, der unendlichen Weisheit eine Tür zu öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf, aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Man kann die Wahrheit nur mit List verbreiten. Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, als wir durchsetzen. Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. Reden über Angelegenheiten, die durch Reden nicht entschieden werden können, muss man sich abgewöhnen. Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe. Will man Schweres bewältigen, muss man es sich leicht machen. Einige Schriftsteller haben den Bibelvers „Am Anfang war das Wort" mit Stolz zitiert. Wichtiger scheint mir von allen Worten das letzte Wort. Das Schicksal des Menschen ist der Mensch.